Es ist Anfang August. Blinker-Redakteur André Palicki ist einer Einladung von Heinz Jagusch nach Norddänemark gefolgt. Der Fotograf und langjährige Blinker-Mitarbeiter verbringt dort mit Sohn Kai seinen Sommerurlaub. Natürlich nicht, um am Strand zu liegen, sondern um ausgiebig zu angeln. An einem kleinen und extrem verkrauteten See stellen die beiden begeisterten Friedfischangler alle Jahre wieder den zahlreich vertretenen Schleien und Karauschen nach. Dabei setzen Heinz und Kai auf simple Posenmontagen sowie auf einfaches Futter, das sie aus Zutaten wie Nudeln, Paniermehl, Haferflocken und Mais herstellen. Herr Jagusch, können Sie uns mal sagen, wie Sie Ihr Futter anmachen? Sie haben hier eine Sparmischung, das sind alles Zutaten, die nicht viel kosten. Wie funktioniert das? Ja, also ich kaufe im Supermarkt preiswerte Sachen ein, Nudeln, Haferflocken, Paniermehl, Mais in Dosen und mache da eine Mischung draus, um die Fische an die Köder, mit denen ich angeln will, zu gewöhnen. Die fressen das ganze Jahr hier mehr oder weniger Schnecken, Würmchen und solche kleinen Sachen. Und wenn man da jetzt mit Teig oder mit Maden oder mit Mais angeln will, muss man die Fische erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Man legt also nicht nur eine Futterstelle an, um die Fische auf den Platz zu bekommen, sondern auch man gewöhnt die Fische auch an dieses Futter. Mhm. Und dazu koche ich am Anfang immer einen Topf Nudeln, weich und etwas weicher, als man die so isst. Also nicht al dente, sondern ein bisschen weicher. Und ich mache die Nudeln mit einem Messer ein bisschen kleiner, dass das nicht so ganz riesen Brocken sind. Aber nur im Groben, da muss man nicht jetzt jede Nudel einzeln erwischen. Dann füge ich dem eine Dose Mais oder auch zwei hinzu. Und dann, um die Sache ein bisschen gebunden zu bekommen, kommt da Paniermehl dazu, Menge beliebig oder das kann man ausprobieren. Und was sehr gut auch ist zum Futter, sind Haferflocken. Die Mengen spielen dabei keine so große Rolle. Das Ganze wird durchgerührt und muss dann so eine Masse geben, die man so ballenweise ins Wasser werfen kann, wo man also jetzt so, ich sag mal, so das dann hereinwirft, auf die Stelle, wo man später angeln will. Das fällt im Wasser wieder völlig auseinander und quillt, die Haferflocken quellen noch auf und das ist ein preiswertes Futter und man kann da richtig mit loslegen, also man kann da auch mal ein bisschen mehr reintun. Es kostet nicht die Welt. Könnte man da Nudeln auch als Köder verwenden? Könnte man theoretisch auch, aber es gibt Köder, die einfach besser halten am Haken wie eine Nudel. Also Mais oder Maden oder auch eine Teigkugel ist einfach fester. Aber theoretisch ging das mit einer Nudel genauso gut. Also wenn man da jetzt Röhrchennudeln nehmen würde und würde die über den Haken aufziehen, das wäre genauso ein guter Köder. Das ist einfach nur, um die Fische an teigähnliche Köder zu gewöhnen. Perfekt. Dann wollen wir mal sehen, was die Schleien und Karauschen dazu sagen. Ja, dann gehen wir mal runter zum Wasser. Mit der Supermarktfuttermischung haben Heinz und sein Sohn bereits einige Tage lang vorgefüttert. André entscheidet sich dafür, noch etwas eigenes Futter anzumischen und dieses direkt neben dem Futterplatz von Heinz und Kai zu versenken. Meine Schleienmischung besteht aus zwei Beuteln Tarnschiss, das ist ein spezielles Schleienfutter von Sensas aus der 3000er Serie. Dann habe ich Rösthanf einmal, einen Beutel und einen Beutel Honigkuchen. Die Schleien mögen ja gerne Süßes und dieser Honigkuchen ist eben sehr süß. Außerdem gebe ich hinzu noch fertig gerösteten und gekochten Hanf aus der Dose von Browning und ein paar Maiskörner. Und das ist eine ziemlich gehaltvolle Mischung, allerdings auch eine sehr teure Mischung. Ja.
So, wir haben jetzt zwei Ruten draußen liegen mit Posenmontagen und jetzt wird erstmal gefüttert. Weil der Angelplatz hier schon mehrere Tage vorgefüttert wurde, beginnen wir jetzt ein bisschen sparsam zu füttern mit je einem Ballen. So, wir sind schon seit über einer Stunde ohne Biss. Wie das kommt, wissen wir im Moment selber nicht, können wir nicht so genau ergründen. Allerdings scheinen noch wieder Fische am Platz zu sein. Ab und zu sieht man sie auch direkt in Posennähe gründeln. Also Fisch ist da. Warum die im Moment nicht beißen, wissen wir nicht, aber wir sitzen es aus. Nachdem wir jetzt hier anderthalb Stunden ohne Biss verbracht haben mit Maisköder, habe ich gerade mal den Köder gewechselt und einen dicken Tauwurm angeködert, hatte auch sofort einen Zupfer. Aber irgendwie hat der Fisch wohl wieder losgelassen. Wir müssen mal gucken, aber auf jeden Fall war schon mal überhaupt Interesse dran zu sehen an der Pose. So, wir nehmen jetzt einen kleinen Platzwechsel vor. Hier haben die Fische nicht gebissen, aber wir hoffen, dass es am neuen Platz ein bisschen mehr was gibt. So, wir sind jetzt an einer neuen Stelle und wollen jetzt mal hier noch unser Glück probieren. Die ist auch schon seit einigen Tagen unter Futter gehalten und wir werden mal sehen, ob sich hier jetzt noch was tut. Der Platzwechsel hat sich offensichtlich gelohnt. Denn kaum haben Kai und André ihre Montagen ausgeworfen, nockeln auch schon die ersten Fische an ihren Ködern. Der erste Fisch bleibt an Andres Montage hängen. Es ist eine wunderschöne Goldkarausche, deren Färbung jedoch eher an eine Schwimmweste als an einen Fisch erinnert. So, an der neuen Stelle einer der ersten großen Fische, beziehungsweise der erste große Fisch, ist gleich dieses Goldstück. Makellos, herrlich. Und es geht munter weiter. Der nächste Fisch, wieder eine fette Karausche, geht auf Kais Konto. Dieses Exemplar ist zwar nicht so farbenprächtig wie das eben gefangene, aber ebenfalls ein wirkliches Prachtstück. Das ist auch wieder keine Schleie, aber trotzdem wieder eine sehr bildhübsche Karosche. Als Köder für die Karauschen verwende ich zwei Maiskörner auf dem 8er Haken.
Die bringen zwar auch eine Menge Kleinfisch und reichen auch aus, dass auch mal Kleinfisch sich dran vergreift, aber man hat auch dann zwischen all den Kleinfischen dann doch mal die größeren Fische dazwischen. Gleitet ein wahrer Prachtkerl in den Kescher. Am Futterplatz scheinen die Karauschen jetzt die Oberhand zu haben, doch immer wieder vergreifen sich auch Rotaugen an den Maisködern. Aus diesem Grund wechselt Kai auf einen anderen, aber nicht minder fängigen Köder, Teig. Um nicht ganz so sehr von kleinen Rotaugen belästigt zu werden und dauernd Bisse zu haben, die man nicht haben möchte, kann man eine große Teigkugel nehmen. Das hält die Kleinen fern und man konzentriert sich auf die Großen. Vater Heinz zeigt dann auch sogleich, wie die altbewährte Familienmischung hergestellt wird. Ja, ich habe hier ein wenig Wasser und da gebe ich so viel Paniermehl dazu, dass das eine knetbare Masse wird. Muss noch etwas nachgeben. So, im Prinzip ist der Teig jetzt fertig. Man könnte jetzt Kugeln daraus formen, zusammendrücken und könnte so damit angeln. Aber zur Verfeinerung gebe ich noch eine Messerspitze Käse dazu. Der macht den Teig etwas geschmeidiger, weniger wasseranfällig und gibt auch dieses Kräuterkäse, gibt dann auch noch ein Aroma. Man muss das jetzt nur alles untereinander bringen, dann ist es schon fertig. So hat man einen sehr schönen formbaren Teig, der auch längere Zeit weich bleibt durch den Fettgehalt von dem Käse. Teigklumpentaktik bewährt sich. Die Rotaugen bleiben aus. Schon wenige Minuten später drillt Kai eine weitere Goldkarausche von deutlich über 2 Pfund. So, wir machen jetzt Schluss für heute Abend. Karauschen haben wir schon gefangen und morgen früh wollen wir früh aufbrechen und hoffen, dass dann die Schleien mitspielen. Gestern haben die Schleien nicht gebissen, wir sind aber heute Morgen wieder am entsprechenden Angelplatz an der Krebskuhle und heute im frühen Morgengrauen wollen wir einfach mal probieren, ob die Fische heute auf unsere Köder reagieren. Und wie sie reagieren. Am Vortag scheinbar fischleer gibt der kleine See nun endlich einen seiner grünen braunen Schätze preis. Das nach gerade einmal 15 Minuten an der Zeit. So, der frühe Morgen scheint also doch gut für Schleien zu sein. Den ersten Fisch haben wir nach einer guten Viertelstunde. Und der Biss war typisch klassisch. Die lange Pose, eine Antenne schob sie aus dem Wasser, legte sich hin, ich habe angeschlagen und dann hing der Fisch.
Nee, das ist doch eine Karausche. Das ist doch eine Karausche. Jawohl. Petri. Danke. Das ist nun eine schöne Karausche, so wie man sich die hier an diesem Gewässer wünscht und wie man sie hier auch fangen kann. Wie sagt man so schön, Morgenstund hat Gold im Mund. Und hier haben wir eine wunderschön kompakte Schleie gefangen, die größte bislang. Liefert einen tollen Drill, sieht toll aus. Das sind die Fische, wegen denen wir hier sind. Auch diesen Fisch habe ich mit der klassischen Posenmontage gefangen. Ich fische die Liftmontage. Das heißt, ich habe hier eine Pose, eine Drennenpose, die Tench Perfection. Wie es schon heißt, irgendwo ist die perfekt fürs zum Schleienfangen ausgerichtet. Die besteht aus einem Posenkörper ganz unten am unteren Ende und einer langen Faunfederantenne. Der Vorteil dieser Pose ist der, dass nur die Antenne, die obere Antenne aus dem Wasser ragt. Die Schleie den Köder aufnimmt, die Schleie gründelt ja mit dem Kopf zum Grund, nimmt den Köder auf, stellt sich quer, dann sieht man das daran, dass die Pose aus dem Wasser steigt, sich hinlegt und dann abzieht. Und in dem Moment, wo die Pose aus dem Wasser gestiegen ist und sich hingelegt hat, kann man schon anschlagen. Also man sollte gar nicht erst warten, bis der Fisch abzieht. Man sieht an dieser Pose schon, dass wir eben im Krautfischen, da blättert dann auch schon mal der ein oder andere Farbsplitter ab. Das macht aber nichts. Befestigt habe ich die Pose über einen Adapter auf der Hauptschnur. Das ist ein Adapter, der durch zwei Silikonschläuche gehalten wird, die man auf das Adapter, die Adapterröhrchen schiebt und einen Wirbel. Ich nehme den Adapter mal kurz auseinander. So, jetzt habe ich den freien Adapter und einen Silikonschläuch auf den einen Stab und auf den anderen Stab. So, und schon ist die Pose befestigt. Vorteil eines solchen Adapters ist der, wenn ich die Pose direkt auf die Hauptschnur zöge, könnte ich sie nicht mehr wechseln und gerade diese Posen mit den langen Antennen sind beim Transport doch schnell beschädigt, gerade weil es sich um feine Faunfeder handelt und deswegen verwende ich den Posenadapter. Am unteren Ende der Montage befinden sich 15 cm vor dem Haken zwei größere Bleischrote. Das sind SG-Schrote. Ein SG-Schrot wiegt 1,6 Gramm. Das heißt, eine Gesamtbebleihung haben wir hier an der Pose von 3,2 Gramm. 15 cm vor dem Haken, wie gesagt. Und am Ende befindet sich der 8er Haken. Ich fische gerne diese feindrähtigen Schleienhaken. Aber wenn es noch verkrauteter ist, muss man teilweise auch auf dickdrähtigere Modelle zurückgreifen. Aber hier kommt das gerade noch so hin. Ich verwende hier in dem Kraut eine Vorfachstärke von 0,22 mm. Das ist also wirklich das Minimum, was man hier braucht, damit man die Fische nicht verliert. Und meine Hauptschnur hat eine Stärke von 0,28 mm Durchmesser. Die Pose sollte natürlich optimal ausbalanciert sein und austariert sein. Das heißt, es darf nur die feine Spitze zu sehen sein. Nur so kann man auch tatsächlich sehen, was sich am Haken abspielt. Nämlich wenn der Fisch den Köder aufnimmt, dass die Pose aus dem Wasser steigt. Man sieht, dann kommt ein Stück der blauen Bemalung zum Vorschein.
Und dann weiß man auf jeden Fall, unten am Köder spielt ein Fisch mit dem Köder herum. Hier ist nochmal die Bleiung, hier die Pose. Wichtig beim Schleinangeln ist es auch, dass der Köder am Grund aufliegt. Und das heißt also, man sollte schon die Tiefe ausloten. Hier haben wir jetzt ungefähr eine Wassertiefe von 1,50 Meter. Da kann man das auch schon mal über die Pose einstellen. Wenn die Pose ein Stück weiter aus dem Wasser guckt, dann liegt der Köder auf jeden Fall auf. Wenn sie so steht irgendwo, dann kann der Köder schweben, je nachdem wie die Pose bebleit ist. Aber ich sag mal, wenn die Antenne so im Wasser steht, ist normalerweise liegt der Köder am Grund auf. Und wenn man dann die Schnur noch leicht spannt und die Antenne bleibt so, dann kann man sicher sein, dass man also den Köder in der richtigen Wassertiefe angeboten hat, nämlich am Grund. Als Rute verwende ich hier die Babel Purist Classic von Shimano. Das ist eine etwas kräftigere Rute. Die hat eine Testkurve von 1,5 Pfund. Das heißt, die ist also eigentlich so richtig zum Schleien und Barbenangeln geeignet. Aber sie fällt doch relativ hart aus. Und gerade hier in diesen verkrauteten Uferregionen, wo man die Fische teilweise stark forcieren muss, hat sich diese Rute eigentlich in den letzten beiden Tagen extrem bewährt. Als Rolle nehme ich die Power Match von der Firma Sänger. Die ist eigentlich eine Allround-Rolle für jede Art von Friedfischangeln. Die kann man sowohl zum Karpfenangeln nehmen, wenn man möchte, weil die auch noch mit einer Ersatzspule geliefert wird. Kann man zum Schleinangeln nehmen, zum Barbenangeln, Aalandangeln. Also ist eigentlich wirklich ein Allround-Gerät. Oh, wieder ein schöner Fisch. Hervorragend. Ich angle hier mit einer 8 Gramm Drennenpose und habe darüber zwei kleine Perlen, eine kleinere und eine etwas größere. Das mache ich, weil die größeren schon mal leicht über den Stopper oben rüber rutschen. Und wenn man noch eine kleinere davor hat, kann man das völlig ausschließen. Bebleit ist das hier mit einem kleinen Laufblei. Und mit zwei Schroten, mit den Schroten setze ich das Laufblei fest, dass wenn der Fisch unten zieht, dass der nicht die Schnur durch das Laufblei ziehen kann und das ganze Gewicht der Pose unterziehen muss, sondern so ist das immer, die Bebleiung geht immer mit und die Pose macht keinen großen Widerstand. Hier unter den Bleien habe ich einen Einhängewirbel. Das mache ich, um einfach die Vorfächer schneller wechseln zu können. Da kann man sehr schnell ausklinken, wenn das mal sein muss, und ein neues Vorfach reinmachen. Und hier fischen wir mit Mais. Ich mache immer zwei Körner drauf und das reicht hier auch völlig aus, um einen guten Fisch zu fangen. Ich habe hier eine Teleskoprute. Das mache ich aus Bequemlichkeitsgründen, weil die einfach besser zu transportieren ist. Diese Rute hat eine Länge von 3,90 Meter und ein Wurfgewicht von 30 bis 90 Gramm, ist also ziemlich universell und kann für viele Sachen eingesetzt werden. Ich angel da sowohl auf Weißfisch mit, als auch auf Schleien und Karauschen und so etwas. Sie ist sehr universell und man kann da sehr viel mitmachen. Die Mission, große Schleien und Karauschen zu fangen, ist in Erfüllung gegangen. Wir haben sehr schöne Fische gefangen. Wie man sieht, auch in kleinen Teichen lassen sich teilweise kapitale Fische fangen. Und wir danken Herrn Jarosch für die Einladung an diesen kleinen dänischen See. Gern geschehen.